Karte wird er mir so nicht angezeigt. Ich von Lava unter Wasser. Wo bist du denn hingerannt, Junge? Wolltest du Na, den Rand der Karte erforschen oder was? nein, den Osten. Siehst du doch, wenn du auf der Karte guckst, was da hinten freie Licht ist. Da bin ich verreckt, wo der Lavastrom in das Wasser trifft. Also da ist ja kein Wasser auf der Karte, da ist ja irgendwie eher Sand von der Farbe. Adamolas, das ist gut. Forschung. Bau das Ding ab. Das Ding baue ich. Das baue ich gerade ab, das Ding. Nice. Weil irgendeiner hat mir gesagt, wir brauchen das da. Irgendeiner? Aber irgendeiner ist hier penetrant und ich weiß ja nicht, wo die alle herkommen. Ich habe jetzt die Dinger alle zerstört. Ich habe mich schon wieder eben fast die Tür. Ich baue das Schiff jetzt ab, versuche so, ich bin jetzt dabei. Ich war stark von aus, dass ich da in der Lava verbrannt bin. Wenn mir der Rucksack nicht angezeigt wird, war, dann ist weg. Kann ich mir vorstellen, Jo, da unten bin ich irgendwo verreckt. Ich sehe hier nichts. Ich sehe auf der Karte nichts. Ja, schön. Läuft. Darf ich mich erstmal neu equippen? Mal gucken, ob überhaupt alle da ist. Mal schauen. Wissen wir das auch. Also im Wasser kannst du nicht schwimmen, dafür glitscht du einfach durch. Und wenn du dann irgendwo hochgehst, wo in der Nähe Lava ist, dann verpuffen deine Sachen und du verreckst. Also, das ist ja schon mal tippitoppi, würde ich sagen, Leute. Tippitoppi. wenn es auf dem Schrott liegt, Junge. Ah, egal. Wie gar? So, warte, muss ich nach. So. Ich würde dir gerne helfen, wenn ich was hätte, aber du kriegst das ganz süd alleine, ne? Halt dir die Fühle aus. Ja. Ich habe hier. So. Ich baue jetzt das Ding hier irgendwie. Ab. Und dann, David wollte der haben irgendwie. Bring ihm das mit. Ja, ist auch richtig so. Machst du ganz fein. Wenn mein Herr und Gebieter das sagt, dann mache ich das natürlich. Ja. Oh, Alter, die Viecher sind wirklich penetrant jetzt. Kanonen kümmern sich schon drum. Oh, bin abgerutscht. Das wollte ich gar nicht. Was ist das hier eigentlich für ein Riesenteil neben uns? Jetzt ist das Loch so zugestopft. Ich komm runter. Alle klar, Lars. Nur Robbys drin. Ach, komm Danke. schnell, der nächste, ey, Ich Mann. merke schon, dass es das nicht mehr läuft. Kleiner. Was läuft nicht mehr? Und der schießt jetzt auf mich hier. Ach, Mann. Kleiner. Warte. War ja ein schön langer Wurm, war David? Ja, und warum explodierst du nicht? Noch schnell eine Heilung. Sind immer so Was soll viele ich denn noch kaputt Sirenen. machen? Das ist echt von Arsch, ne? Oh ne, ich bin tot. Scheiße, wer war denn das? Ach, Kacke. Oh, Mann. Um. Ich war kurz davor. Kurz Kurz davor, davor. das Ding kaputt zu kriegen, ey. Kann mich jemand retten? Nee. Also muss ich schnell losrennen, Haben ne? immer noch Schaff ich. keine Heilungskits gemacht, ne? Oder Okay, alles klar. Wiederbelebungskits. Ich renne. Oh Gott, das sieht halt jetzt anders aus. Achso, da. So, guck mal.
dann hoffe ich, dass ich euch den Raumschiff mitbringen kann. So ein Gewehr habe ich noch nicht. Bräuchte ich nochmal. Ja, müsste. Vielleicht haben wir sogar. Vielleicht kannst du sogar alles herstellen. Oh nee, das ist jetzt weg. Oh, Kacke. Das, was ich abgebaut habe, das wollte ich jetzt, das war total zerstört, aber das ist jetzt abgehauen. Aber wie bist du denn gestorben? Shit, ey. Na, irgendjemand hat mich irgendwie erschossen und dann ist er mit dem Ding losgerockt. Wie auch immer das gehen soll, weil alles kaputt war eigentlich. Ach, schade. Das haben wir doch nicht. Aber wir haben 14 Tesla-Bums-Module und... was haben wir hier noch? Wo ist denn der erste? So, ich habe wieder alles am Start, was ich vorher hatte. Ja, komm also doch nicht. So, lass uns mal gucken. Super. Also, getaucht? Nee, oder? Okay, ich muss bald mal nach Hause kommen. Nice. Dann bleibe ich hier in der Ecke erstmal stehen. Hat er nichts gebracht, meine Expedition. Es ging ja eher nach hinten los, würde ich sagen. Ein Forschungsschiff war das nicht, David, oder? Doch. Das sieht aber irgendwas mit Forschung angezeigt. Das hack ich jetzt clean. Ja, das ist neben uns aufgetaucht, ein Stückchen weiter. Ich bin auf dem Weg dahin. Aber das ist doch schon wieder heile, das Ding, ey. So schnell können die das heilen? Erstmal ein Stück rankommen. Daneben. Hai-Dinger brauchen wir? Von allem brauchen wir ein bisschen. Munition, Granaten, Heildinger, Rüstung. Um ein bisschen was auf Vorrat zu haben. Ja. Oder wenn einer mal stirbt, dass er sich nur ausrüsten kann. Hast du dein Gewehr schon? Ich hab alles. Ich hab alles. Schön, Lars. Revolver ging gar nichts. Der hat nur Schrott bei. Da sind ja schnell die nächsten, die rennen. Na, dann lernen wir die oder was? Die holen wir uns noch in den bisschen mehr als 7 Minuten. Aber das werden wir nicht mehr schaffen abzubauen, das Schiff. Ach klar, ist doch was ein Kleinet. Das hab ich vorhin auch versucht und das Ding tut. Pumpgun nehmen und reinhauen. Rein. Gut. Geh mal hoch. Echt jetzt? Will ich nicht, nee, aber
frag mich manchmal, was die Pumpgun für einen Streuradius hat. Was ist denn das hier alles? Da Vinci, was brauchen wir alle? Alles mitnehmen, Digi. Ich bin voll. Ist ja nicht schlimm, ich bin ja da. Okay. Achso, dann brauche ich es noch nicht clean hacken, Alter. Der Frachtraum. So, jetzt haben wir den, jetzt einen Forschungsschiff, da haben wollte. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir da alle kriegen. Musst du aber denn alle in der, wenn du rinkommst, links reinpacken. Achso, ich bin voll. Ich muss sowieso du mitnehmen. So, und jetzt ab nach Hause. Ab nach Hause. So, Telekom ist gnädig, bis jetzt ist nicht abgekackt. Servus! Hallöchen! Also, wir haben hier Mr. Rummelbums. Dann haben wir so Kuschendinger. Dann haben wir die Köpfe, dann haben wir Schwefel. Die Tesla-Batterien, soll ich dir die irgendwo? Ich habe auch noch ein Schaltpult. Zeigt den Status folgender Drillsysteme: Kernenergie, Rumpf an. Brauchen wir das? Soll ich das hinten irgendwo im Gang hinbauen oder nicht? Ich glaube, das hat mir schon mal zu stehen. Da kann man schon fahren. Aber kannst du okay, dann habe ich noch, ich packe das einfach hier rein und dann werde ich ja sehen, was da passiert. Ich habe noch 7 Schränke, soll ich die da hinten schon mal anfangen einzubauen? David, ich möchte, dass da das Lager hinkommt. Und die Schränke kann man ja umsetzen. Wollen wir da einen Tanzsaal machen oder wie? Okay. Und dann habe ich noch 14 Tesla-Module, wo möchtest du die hin haben, David? Gesondert? Wie war so geopfert, präsentiert, expandiert? 14 Tesla Batterien. Ja, dann David. Na, die Tesla, hatte ich davon schon gesagt, die Tesla Batterien sind doch für die musst du ins Schiff reinpacken. Dass unsere Tesla außen funktionieren. Ist im Stift drin. Alles klar, okay, alle Fragen beantwortet. Und darf ich jetzt die Schränke da hinten aufbauen oder nicht? Also, kannst du gerne aufbauen, ja. Klar. Aber ich wollte hier echt noch eine Tür reinzimmern. Ich fange jetzt einfach mal mit den Schränken hier an, Freunde. Also ich habe auch noch 3 Türen dabei. Sehe ich gerade. Oh, ich hätte mal einen Mann getan. Fängst du denn an, Lars? Oh, ich habe jetzt welche an die Brenne. Ja. Seid ihr alle drinne? Ja. Ja, wieso? Du kannst losfahren, wieso? Kriegen wir Besuch? Ja, noch eine Minute. Über Schieflage bauen wir noch was an. Ich fang schon mal an mit dem Umlagern.
Achso, dann wir haben Metalle. Wir haben jetzt auch eine Heal-Station. Zwei Schränke. Ah, achso, du hast da eine Ecke angefangen. Naja, okay. Mit den alten Schränken halt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Guck mal, ich habe zwei rote, zwei grüne, einen gelben und noch einen roten. Die Farben ja, können nee, wir ja doch immer noch einstellen, oder? Oder wollen wir die jetzt einstellen? Vielleicht war das doof, dass ich in der. Nee, vielleicht war das doof, dass ich in der Mitte angefangen habe, weil. Wir müssen mal gucken, ob hier noch drei Schränke dazwischen passen. Und die Farben bringen nicht viel, die Bilder vorne drauf, das ist wirklich top. Hm. Erze sind schon mal unten. Abteiler, ich hatte dir ja gesagt, die Erze können wir auch langsam in das Schiff packen. Dann kann man doch die Kisten einfach umbenennen. Okay. Ich meine gerade schon, wenn du jetzt alle Erze in die Hand nimmst. Beim Schiff. Na, wenn ich das, wenn ich den Schrank abbaue, habe ich eh alles in der Tasche. Also von daher. Ja, und dann kannst du es gleich ins Schiff packen. Aber gut. Zu spät. Jetzt habe ich sie alle schon abgebaut. Das hätte früher sagen müssen. Mal den ganzen Pufferschrott hier drin. Hier ist hier drin. Pufferschrott ist hier. 58 drin, aber noch so viele Kisten von diesem Schrott. Wenn das Kupfer mal auch alles einschmeißt. Hm. Und hier ist wieder ein Dings. Wir tauchen auf. Hm. Achtung! Weglage!
dir nichts. So, wolltest du nicht hinten einen Kasten hinstellen? Wer wollte wo einen Kasten hinstellen? Lars steht rum. Lars steht rum? Nee, hab ich doch nicht gemacht, weil du gesagt hast, wir haben so viele. Und der Kasten. Soll ich das, den habe ich in den großen Laderaum bei uns da, wo der Ofen ist, reingeworfen. Hat sich jemand? Nein. Ja, wir hören dich. Okay. Wir hören dich, Digi. Wir hören dich. Ja, ich hatte bloß kurz stumm gemacht, damit er nicht meine Kaffeemaschine hört. Auweia. Auweia. Macht man sich jetzt eiskalten Kaffee? Deswegen hat man nicht Rebi. Sirene. Ja. Sein Rucksack liegt da noch. Achso, bist du noch schon da, ja? Hast du den Rucksack eingesammelt? Ich lade da drin. Okay. Dann hast du ja noch 6 Minuten 40. Ach, die Tür hinten ist ja auch nice, wa? Gibt's ja auch, kann man die auch verschließen? Nee, wa? Du musst eine Tür davor gucken, wo ich gerade. Warte mal. Hab ich, Schränke.
So, eine Werkbank. Eine Werkbank. Eine Werkbank. Wo ist die Werkbank? Oh. Da. So, ich mache einfach weiter, wo ich aufgehört habe, oder was? Okay. Einen Eindruck machen. Ja. Du hilfst mir oder was, Lars? Ich kann nur einen guten Eindruck machen. Ich kann nicht helfen. Warum denn nicht? Nee, ich lade pack dir mal einen Schrank ein und pack dir mal neben den anderen Schrank. Ich hab doch gerade schon einen Schrank. Warte, hier sind keine Schränke mehr drin, dann muss ich welche bauen. Nee, musst du nicht. Nimm die von okay, oben mit dem Schraubenschlüssel, rechtsklick gedrückt halten. Nimm das in. Du nimmst automatisch das Inventar mit, lauf runter und setz den neben den, den ich gesetzt habe. Okay. Maulschlüssel, rechtsklick. Hammer. Cool. Achso, muss ich jeden einzeln oder kann ich mehrere nehmen? Okay, ich muss hier also jeden einzeln. Ich brauche. Welchen hast du denn jetzt? Lars. Guck ins Inventar, Tab. Was hast du da drin? Nichts. Ja, ich hatte gerade auch nichts drin. Nicht, dass der Server jetzt gerade abstürzt oder so. Also ich bin. Ey, da war doch aber gerade was drin. Ja. Hier sind auch Elfe drin, ich nehme mal mit. Da ist auch das Bild von. Okay. Ich geh mal umgucken. Ich weiß nicht, was passiert, wenn euer Inventar voll ist und wie die Dinger abbaut. Nee, nee. Weil meins war nicht voll. Ein bisschen Platz wäre noch. Also ich habe jetzt hier die Waffenkiste, das. Hier, Waffen kommen hier rechts, hier wo du die Lehren gemacht hast. Hier habe ich jetzt bei mir alles, was Geschütze ist. An Muni. Rechts, was ist aber da? Hier, oder was? Nee, hier nicht. Nee, hier bei mir. Hier ist rechts. Hier kommt Muni, überall hin. Wo deine Lehren drei Schränke stehen. Das Muni und Waffen okay. Und so. Okay, da stelle ich jetzt einfach. Da stelle ich jetzt den. Dann ist auch das Bild weg. Und die. Das Inventar ist dann auch weg. All klar, wenn du die Schränke umstellst. Nee, bei mir nicht. Nee, ich meine, bei mir sind sie leer, komischerweise. Ja, vielleicht weil dein Inventar voll ist. Nee, ist nicht voll. Ich habe. Nee, du hast recht. Ich hab's ja auch gerade. Ja, wenn so wie weit umsetzen, ist das leer. Jetzt hier? Doch, funktioniert. Ja, ne, ihr seht da links immer die Items aufblocken bei euch. Dann lasst bei die anderen Kisten da oben, wenn nicht immer alles weg ist bei mir. Also dann kann ich die Kisten leider nicht fangen. Nur alle Duty. Weil da war die Schrotflinte, weil sie so richtig die Schrotflinte ab. Ich habe ja jetzt schon fast alles. Alles gut. Ja, vielleicht habe ich nicht genug Platz, vielleicht habe ich zu wenig Slots gehabt irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Oh. Ist der mal Mütchen? Ja, ich habe heute zu lange im Pool rumgegammelt. Achso, sind jetzt alle drinnen? Ja. Ja. Gehen die Türen automatisch hin und zu, wenn du anfängst zu starten? Ja. Dumme Frage. Nächste Frage. Ja, hat alle. Ist automatisch zugegangen.
Oh. Ich glaube, ich habe alles umgestellt, ey. Ja, oben ist leer. Ja, David? Ja. Okay. Restlichen Kisten kann man auch überall hinbauen oder so. Also hier haben wir noch Platz mindestens für drei. Eine ist noch leer. Ne, für vier, fünf, für sechs, denke ich mal. Und dann sind sechs, sieben noch leer, wenn wir noch sechs bauen. Und dann ist der Rest eigentlich, denke ich, gut aufgeteilt. Dann haben wir oben noch Platz. Und wie baut man eigentlich die zweite Etage? Das war auch mal. Der Teig auch schon versucht, aber irgendwie hat das nicht, weiß ich nicht. Na, David meint, glaube ich, Irgendwie man hat er muss da erst die drauf nicht, Leiter sondern. bauen, also den Dings nach oben und dann kann man Nee, die du musst, Etage bauen, okay. oder? Du kannst die Dinger Der bauen zeigt oder irgendwas so. an der Wand an, aber ich hab dazu nichts. Ihr könnt auch Bodenplatten bauen, das ist doch hier beim. Bei der Dings drin. Bei Struktur ist es drinne, Kupferbodenplatte. Aber dafür müssen wir aufgetaucht sein, dass wir die Dinger herstellen können. Ah, okay. Dann ist ja alles gut. Dann machen wir erstmal Nice. wieder irgendwo hin und Sachen looten oder was? Wenn ihr soweit ausgerüstet seid. Na, wir laut Quest müssten wir weiter abtauchen. Oder so. Wie gesagt, Schränke herstellen brauchen wir nicht. Die letzten fünf, also sechs Schränke, die kriegen wir auch so wieder gelootet. Und sonst haben wir oben Jawohl, auf jeden Fall noch Majestät, viel machen wir Platz. so. Da kann sich David schön Ja. einrichten. Was der schon. Ja, mein, Steht dir im mein Weg. kleines Oben Hobbybiest. stelle ich die Dinger hin, also die Stationen, die produzieren, auch wenn wir unterirdisch sind. Ja, und Oder unten die, oben, die nicht, oder unten wie? die nur ausgefahren sind. Ah, Weil okay. unten haben wir ja den Hebel und ich habe immer Angst, dass wir da auf den Hebel drücken. Da wäre auch praktisch, wenn wir ein Schild machen könnten. Aber hier kann man keine Schilder machen. Nee. Nicht anfassen! Aber kann man eigentlich auch irgendwie einfach die Farbe ändern von demjenigen? Geht nur schwer. Geht nur schwer. Einfach geht's nicht. Ne. Leicht ist ja Hast recht, langweilig. man muss es abbauen und alles wieder reinpacken. Ja, du musst es dann komplett abschleifen, dann musst du es grundieren und dann die neue Farbe drauflackieren. Na, weil ich gerade Zeit habe, wollen wir uns auf eine Farbe einigen, was für Gesteinssachen wie Erze und so sind? Rosa. Gibt's nicht. Es gibt grün, warte. Gelb, Rot, Grün, Blau, gelb, wa? rot, blau, genau. Oder? Dann machen wir Ja. gelb, oder? Ja, Gelb, Schwefel und Steine oder so, genau. Könnt euch vielleicht noch einfacher orientieren. Naja, wenn nicht, dann heißt es ja gleich wieder, wir hatten das hier irgendwo rinsortiert, wir hatten hier nicht geguckt. So, all klar, okay. War Lars. Ja? Naja, siehst du, dann, ich weiß doch, wer immer das ist. Ich bin das da sowieso. Ja, Ist doch wie logisch. hier. Wenn irgendwas ist, ich bin nicht immer. Ja, dafür bist du ja unser Lars. Naja, nee, auch Oh, meine haben wir nicht hier. gesagt, Donnerstag ist dein Tag, Jusen ist Dienstag? Ja, stimmt. Ach so. Meiner ist Montag. Ja, ich bin Montag. Du bist Montag. Nee, ist Freitag oder Sonntag? Na, Montag oder Freitag? Jetzt entscheide ich. Ja, du hast gesagt, du bist Montag. Da war ich, glaube ich, Entweder bin ich Sonntag. Montag oder Freitag, aber kein anderer Tag. Nee, Sonntag war ich dann. Müssen wir Jusen fragen, der merkt sich sowas. Das kann er sich merken. Jusen ist schon schlafen oder was? Ja. Der wird mit Akira jetzt, oder der wird mit Akira gerade eine Runde Ach gehen so. und dann wird er pennen gehen, denke ich. Der steht ja mal Bei den recht früh auf. Temperaturen. Der Die lässt sich ja Temperaturen frühest gehen gerne eigentlich Zeit. weiter. Kann ich halt nicht. Aber das muss jeder selber wissen, ne? Der kann schnell gehen, der kann langsam gehen. Also, Mhm.
Stimmt dir zu, Lars. Ja, wenn es schnell gehen muss, dann geht es ganz schnell. Und wenn es nicht, dann. Dann nicht? Dann kann man auch einfach mal. Genau. Das tut doch alles nicht nur, dass wir uns dann Stress machen. Wir wollen ja nicht mit 46 umfallen. Oder? Träumst du ja nackig von. Wer ist nackig? Ja, du. Ich? Ich bin ja nicht nackig. Nee? Ich hab noch den Fellschlipp hier an mit Aussparungen hinten für David. Okay. Hast du die Maske auch für mich? Die Maske? Genau, nein. Die Maske von die Maske. Die Maske von die grüne Maske? Ja, die Maske. Eigentlich war das, ne, warte mal, eigentlich, nee, stimmt, das ist eigentlich eine Holzmaske und die, der wird dann bloß grün, genau. Machen wir alles, was metallisch ist, also sagen wir jetzt mal die Roboterteile, die wir bekommen und halt alle metallischen Schrauben und sowas, was ja aus Erzen denn gemacht wird, wenn die eingeschmolzen sind, zu barren. Machen wir das alles blau? Dann würde ich das blau machen. Achso, wir tauchen auf. Gut, wir machen es blau. Aber die Maske, das wäre natürlich auch geil, das müsste man auch haben. Sinn. Weil du könntest auch deinen ganzen Stuff aus dem Inventar rausnehmen und dann immer auf einfach alles ablegen. Stimmt, würde noch schneller gehen, da hast du recht. Das Schiff zufälligerweise platt machen. Ah, okay, den Schraubenschlüssel sollte ich schon behalten. Ne? Geht doch nicht mit alles ablegen, David. Ja, so, Mist. So, nicht ganz. Ich weiß gar nicht, vielleicht auch alles, was du unten in der Dings drin hast, wenn du auf alles abpackst, packt er den jedes Mal weg, den Schraubenschlüssel, wenn du alles ablegen machst? Ja. Den packt er mit raus, weil der bleibt ja nicht nur unten in der Taskleiste, sondern er ist ja auch noch oben in. Jetzt weiß ich, wo der Inventar. Was sagst du, Lars? Ich muss ganz kurz was schreiben. Mhm. Kommen wir aber gleich dazu. Wir haben ja noch 16 Minuten. Mhm. Wie können wir denn die Station ab? Fertigungsdaten. Achso, scheiße. Ich hab's nicht erforscht. Sensoren und Forschungsdaten 2, das brauchen wir. Mhm. So, Munition, Waffen, Heilung, Rüstung, Werkzeuge bleiben rot, würde ich sagen, ne?
Jetzt haben wir noch grün. Also grün wäre denn theoretisch. Also hier ist es so grün. Bergfang. Ist Forschung. Forschung. Bergfang ist blau. So, Bergfang ist blau, haut schon mal hin. Rot sind Erze und Material. Nö, die sind bei uns gelb. Und rot ist Waffen, Munition, Rüstung, Werkzeuge, Heilung und sowas. Wirklich. Aber ist ja die Frage, soll ich die anderen Sachen denn jetzt noch grün machen oder nicht? Also es sind jetzt nur noch Blaupausen und was ist das andere? Gerätebohrer? Was ist das? Aufwertungen. Blaupausen, Aufwertungen und fertiggestellte Teile für den Raum oder also wie Türen und sowas oder auch halt Werkbänke und sowas. Kommen wir mit der Sortierung. Brauchen wir Baumeisterköpfe oder Pumpen? Nee. Okay, gut. Na dann lasse ich das alles liegen. Ich frag ja bloß, weil dann. Aber Kupferplatten brauchen wir mal. So, mal gucken, wer hier wohnt. Welcher Fregel. Die Tür auf, ich komme. Kommt doch einfach alle rein, ihr Kleinen. Die kleinen Schnullerbacken trauen sich nicht anzukommen. Jetzt können wir laden nach unserem Fenster. Ach, die Tür kann ich nicht öffnen, das ist ja auch geil. Bumm! Komm her. So. Ja, doch, ich finde das hübsch. Das hat sich gelohnt. Was tut ihr da draußen? Tut ihr Dinge? Ich mach hier den Nachbarn gerade. Sag's mal hallo. Naja, ich baue seine Maschine ab und. Wo ist denn die Rüstungsreparaturstation, David? Die ist jetzt im Durchgang ganz vorne. Durchgang. Heilung. Ja, links Reparatur, rechts Heilung. Ich verstehe. Cooles Ding. Okay, ihr seid. Hey, Lars ist da unten. Soll ich dir helfen, Lars? Uff, kannst du. Unten liegt G-Man kommt. Eisenplatten, Eisenschrauben. Alles gelootet, Lars? Naja, das, was wir gebraucht haben, Schrott und so was halt drin gelassen. Nee, also, nimm auch einfach alles mit. Nee, ich habe ja nicht so viel Platz. Hat der jetzt Granaten mal gefunden? Nicht so viel Platz. Das nur so ein kleines Loch.
ich dir mal helfen. Achtung, raus. Achtung! Los! Ich komm zu dir. Komm, wir hocken uns in den Busch. Nö. Macht der Lars eiskalt nicht mit. Bis dann raus. Da kann auch dann nicht stehen bleiben. Nee, komm, das ist doch cool. Ein bisschen Immersion, wir hocken uns in den Busch zusammen, wir tarnen aber uns. Aber so. Achso, mein Inventar ist voll. Ja, ich mach schon. Geht denn der Y oder was? Strong. Unten links, kleiner Finger. Linke Hand. Ah! Achso, da musst du wieder drauf drücken, all klar. Hey, no. Und ja, Shift ist halt einmal drücken, sprinten. Das ist doch, passt doch. Ja, stimmt. Ja, ne? Da habe ich immer den Finger drauf eigentlich. Ja, aber das ist halt das Problem. Sonst muss es ja, mal umstellen. Ich bin auch eigentlich einer, der ich will so lange gedrückt halten, wie ich sprinte und danach lasse ich los. Ja, so. Ja. Gut, Tür mache ich erstmal zu. Ja. Und leg erstmal ab. Klubberbarren rein. Kupferrohre rein. Und dann haben wir hier noch ein Modul. Oh, wir haben schon 54, 56 Kettenmodule und sowas. Also, da können wir aber langsam mit handeln mit dem Schrott, wa? Mhm. Boah. Schon wieder eine Unordnung vom Feinsten. Natürlich nicht in Ordnung. Was ist denn das hier? Macht die auf einen Eindruck. Bau mal die Scheiße weg, bitte. Ja, was denn? Was sollen denn da die Anzeigen? Da sollen Schränke hin, Digga. Jetzt alles mit Schränke voll? Ja. Zweite Etage kannst du dich austoben. Wenn du willst. Die Munitionsspender hätte ich ja jetzt vielleicht am Anfang der Tür ange. Obwohl, doch, dann ist das eine ganz gute Stelle, weil rechts kommt die Munition. Na, oder wir mal. Oder? Ah, ihr seid so geil. Na, ich wusste nicht, dass das Munitionsspender sind. Und du kannst da auch andere Sachen mit reinmachen. Also ich hätte jetzt gesagt, einmal Heilung, einmal. Okay. Einmal Munition, dann haben wir vorne mal was. Bevor wir rausgehen, dann mal hier. Und Dings die gut angehört. Also wenn du Dings bumsen kannst, dann kannst Problem du aber auch. Problem ist aber bei den Dingern, die funktionieren natürlich nur, wenn die Munition und alles mögliche auch bei uns im Hauptschiff drin ist. Okay. Das hat gerade geleckt. Das ist okay. Dann kannst du auch noch gerne einen daneben setzen. Können auch drei machen. Ja, ich wüsste nicht, was da dann. Ach so, scheiße. Eigentlich wollte ich die Tür auf die andere Seite packen. Weil jetzt haben wir zwei Eingänge links, obwohl wir könnten hinten links auch noch einen machen. Das ist ein Fenster. Jetzt müssen wir mal langsam eine Decke einziehen, wa? Soll ich Sachen herstellen? Lars? Gleich. Lars.
Ja. Rot, ja. Grün, blau oder gelb? Ach du, dann musst du das selber entscheiden. Rosa, nee, nee. Weißt du noch. Die Farbe darfst du entscheiden. Ich entscheide das Format. Für wen denn? Für was denn? Die Decke oder was? Nee. Hm. Sag doch einfach mal eine Farbe, Digga. Na, guck mal, gelb haben wir noch nicht. Wir haben grün, blau, rot. Also nee, gelb ist. Stimmt. Scheiße, passt nicht so, wie ich gedacht habe. War denn. Welches Symbol? Willst du selber einstellen? Eine lila fliegende bunte Kuh auf meines Ding oder sowas. Nee, nee. Das ist ja. Du bist doch erwachsen. Du bist jetzt. Nein, das sind deine Kramkisten. Also die ich bestimmt auch mitbenutzen werde. Da würde ich alles nicht rausnehmen. Ich krieg Kramkisten. Ja, links und rechts gleich, wenn du durchkommst. Deswegen, welche Symbole wollen wir da? Kannst du da ein Fragezeichen drauf machen? Ich muss halt aus den Symbolen aussuchen, was es hier gibt, ne? Schrotflinte, Fabrik. Eine Lampe, Leuchte, eine Tesla-Spule, sowas würde ich sonst nicht nehmen. Ja, genau, mach da einfach super drauf, ja, okay. Also, warten, die Lampe. Ja, lass mal hier so, guck mal, gelb, ja, Lampe, super, mach, oder? Ja, traumhaft. Mit unseren Kramkisten. Das läuft doch mit dir. Gut, da schmeiße ich gleich mal drin. Ausgekramt. Stimmt, die wollte ich eigentlich gelb machen. Es gibt Leben. Zwei Personen Moskitonetz für 3,77 € bei Action. Was heißt denn zwei Personen? Das ist einmal 2 Meter.